sehen, bitte. Vielen Dank. Jeder so hin und her laufen. Verehrtes Hohes Gericht, verehrte Anwesende. Miss von Vinewood hat hier sehr ausführlich erklärt, was diese Fuchsjagden bedeuten. Es wird von irgendwelchen Prozessen gesprochen und die Würde des Menschen definitiv untergraben. Die hier immer wieder angedeuteten rechtlichen Grundlagen halten vor diesem Gericht nicht stand. Die verlesenen Zeugenaussagen sind sich einig, dass der Fuchs zu keinem Zeitpunkt freiwillig in dieser Situation war und eine letzte Chance ergriffen hat, als die Officer vor Ort waren. Miss von Vinewood hat selbst zugegeben, dass sie dieser Jagd beiwohnen wollte und macht sich deshalb strafbar im Sinne des Paragraphen 13 Absatz 2 Freiheitsberaubung und Paragraph 12 Absatz 2 nötig. Zudem war Mr. von Richman auf den Fotos im Wiener deutlich erkennbar und auch der Zeuge Mr. Murdoch hat diesen vor Ort identifizieren können. Dementsprechend beteiligt er sich ebenfalls und macht sich Paragraph 13 Absatz 2 Freiheitsberaubung und Paragraph 12 Absatz 2 der Nötigung strafbar. Wir haben im Eröffnungsplädoyer angeklagten Punkte der schweren Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Sieht die Staatsanwaltschaft im Rahmen der kriminellen Vereinigung bei Mr. von Richman und Miss von Vinewood gegeben, da die entsprechend anderen zugehörigen Anwesenden, die unter anderem auf die Officer einschlugen, dem Empire zugeordnet werden konnten und sie sich somit mittelbar an dieser Aktion beteiligt haben. Wie zudem lassen wir alle weiteren Anklagepunkte gegen Mr. von Rockford fallen. Vielen Dank. Oh, vielen Dank. Vielen Dank, Miss Seng. Die Verteidigung. Ja. Ihr Schluss bitte, hier bitte. Frau Seng, es tut mir leid, aber ich habe jetzt No Mercy mit Ihnen. Kann es ist eine Schande, dass Sie da überhaupt noch vortreten und wirklich was fordern, irgendwie einen Schuldspruch oder so. Ich glaube, wir haben heute zweifelsfrei dargelegt, Amerika. Dass keiner der Angeklagten, der da sitzt, also vor Ort war, dass diese Fuchsjagd nicht stattgefunden hat. Dass es tatsächlich auf diesem Planeten auch andere Länder gibt, außer die Vereinigten Staaten von Amerika. Frau Sen, vielleicht auch für Sie interessant in Zukunft. Und das ist, also los. Ich weiß es, muss die das Big Corporation noch verhandelt werden? Ich verstehe es nicht, diese Big Corporation auf Papier, noch. Die waren doch mehr als kryptisch und mutmaßlich. Also, die Big Corporation fehlt noch. Schisch, da war vielleicht, die haben dann ein, zwei Dinger schisch. Gegeben und voilà, Billa, die da drüben haben dann geschlagen, aber ich weiß nicht, wer die da hinten hält. Alter. Es ist halt wirklich, Entschuldigung. Wenn wir uns wirklich ehrlich sind, ist überhaupt nichts von dem, was die Frau Sender gerade gesagt hat, wahr. Und das würde ich in der Stunde, hat es geklappt, das ist ja der Wahnsinn. Zweifelsfrei. Ich bin erstaunt, dass wir das in der Stunde durchgekriegt haben. Dass die beiden da auf jeden Fall unschuldig sind. Ja, wie Mr. gesagt, von Rockford habe ich auch nichts gegen gesagt. Aufruf auf Wienet, grundsätzlich konnte jeder zu dieser Veranstaltung kommen. Mr. Das von heißt, Rockford habe ich auch gar nichts gegen gesagt. Die vom Empire waren, falls das irgendwie ihr Angriffswinkel sein sollte. Also, Entschuldigung. Bitte danke, Mama, einen Schlussstrich und Freispruch. Wirklich. Eine Stunde Lebenszeit, die ich nie wieder zurückkriege, ist ja Wahnsinn. Vielen Dank, ich bin Herr Bayless. Das ist viel. Als Angeklagte haben Sie beide das letzte Wort. Ich würde mit Herrn Alfred von Rockford beginnen wollen. Ich gebe Ihnen das Wort. Ja, das war eine Zeitverschwendung, aber das sind wir von der Frau Zane gewohnt. Frau Zane, bitte nehmen Sie sich doch nächstes Mal ein bisschen Zeit, so einen Fall auch vorzubereiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach Leute, wenn ihr wisst, wie lange sowas dauert, diese Vorbereitung. Ich würde gerne sagen und nochmal betonen, dass keiner der Zeugen hier, die Staatsanwaltschaft vorgebracht hat, hier anwesend gewesen ist. Dass Sie, werte Richter, den Sachen auch nicht so eine Kraft geben können. Ja, und des Weiteren, dass wir das nicht waren und dass bei uns auch keinerlei Gegenstände, Angriffsgegenstände gefunden worden sind. Sie hat doch selber sind. Zugegeben. Genau, und dass Mobix freiwillig zum Empire gekommen ist und freiwillig ins Fuchskostüm geschlüpft ist und dass sich dann vor Ort anders überlegt hat. Gibt andere, vielen Dank, außer Frau von Vinewood. Damit unterbreche ich noch mal kurz die Hauptverhandlung. Aufgrund, dass ich mir jetzt noch mehrere Akteneinträge durchlesen muss, muss ich um 10 Minuten einmal unterbrechen. Wir führen die Verhandlung um 21.12 Uhr weiter mit der Urteilsverkündung. Scheiße, ihr habt gar kein Strafmaß genannt, ne? Wollen wir noch einen Auftrag machen? Richter. Mr. Delanoir, mir fällt gerade auf, ich habe gar kein Strafmaß genannt. Ich weiß, ja. Gut, lassen wir einfach müssen so, Sie ja. Auch nicht? Müssen Sie auch nicht? Was gut. Hätten Sie denn genommen? Da geht's nach vorne. Mich von Vinewood
50.000. Frau Zane, ich kann sie da nicht gewähren lassen. Letzten von Richmond 60.000. Ich kann sie da nicht gewähren lassen. Also ja, jetzt lassen sie mich auch nicht mehr runter. Da einreden wollen. Ja, die hat nur gesagt, dass sie den Richter beeinflusst, oder was würde das wohl sein? Gut, Strafmaß, ja, gut. Das liegt ja sowieso in meinem Ihr Strafmaß haben sie auch gesagt, Bayless, ne? Ja, genau. Was? Ja, Freispruch natürlich. Ja, genau. Ja, ja. Ja, sagen Sie. Beruhigen Sie sich, Frau Zane. Ich kann nichts dafür, dass Sie keine Zeugen geladen haben. Mr. Bayless. Ja, bitte. Müssen die nicht irgendwo Zeuge sein? Ja, ach, Sie Arschloch. Die Verhandlung ist verschoben um 10 Minuten. Ha, Ihr Plan geht nicht auf. Sie Arschloch, da war es endlich. Endlich habe ich mein richtiges Arschloch gefangen von ihm. Ich habe mir auch eine schöne Krawatte angezogen. Wer kann mich da schon schuldig sprechen? Ja, die schöne gelbe Krawatte. So, jetzt kann ich gerne Kenneth zurückrufen. Oder auch nicht. Ihr wollt bestimmt sagen, holen Sie Ihr scheiß Auto hier ab. Ungefähr so. Na gut, nicht, ne? Ich glaube, das war der Chip von Kenneth, ne? Der da angerufen hatte. Du bist eine richtige Drecksau, Bayless, ne? Du bist wirklich eine richtige Drecksau. Ist das nicht... Ist das nicht Feldhaus? Das ist Feldhaus, ne? Ja, über meinem Zopf. Ich bin verwirrt, weil er einen Anzug anhat und eine andere Frisur. Aber das ist er. Der hier. Da oben sitzt Chad. Der schöne Chad, Entschuldigung. Ich finde es mal ganz spannend, wer so in den Verhandlungen da ist. Ich frage mich dann immer, warum sind die da? Ja, aber da bei Frau Zane muss man sich nicht vorbereiten. Frau Zane! Hast du eigentlich mittlerweile die Befugnisse, jemanden ins Gefängnis zu bringen? Frau Zane, ey! Ja. Ja, perfekt. Dann bist du ja da. Ach, ja, Mensch, auch. Guck mal, wer noch die Befugnisse hat, ist ja toll. Dann ist ja alles da, was wir brauchen. Ich habe noch ein Geschenk. Ja? Erneut. Den brauchen Erneut? Sie vielleicht heute noch. Ja. Hoffentlich nicht. Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott, ja! Ja, ja, ja. Wir haben gerade einen Taser bekommen! Ja! Wir haben einen Taser bekommen! Ja, Mann! Justizfans, ja, genau. Haben die um die Uhrzeit nichts Besseres zu tun? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich immer sehr amüsant mit dem Empire. Ich glaube, deswegen sind die da, weil es einfach amüsant ist. Herzlich willkommen zurück, Mitch. Ja, danke. Ja. Da das eine nicht registrierte Sache ist, der Taser, den kann man nicht im Auto lassen, dann weigert sich der Parkwächter, das einzupacken. Ja, das ist ja schon mal gut, aber ich habe eh nicht vor, etwas so Wertvolles in meinem Auto liegen zu lassen. Ja, ich sag's nur. Ich wollte es nur mal sagen. Ja. Ja, gut. Danke. Ja. Die Macht. Geil, Alter. Beim Taser, Mann. 2 Seasons in Folge. Oh. Ich hab gehört, die Leute in Paletas sind immer recht zugänglich. Das ist so ein Arsch. Arschloch. Nette Leute? Da kann ich Ihnen heute schon sagen, dem geht's nicht wirklich gut. Den halben Punkt gebe ich Ihnen, Herr Bayless, aber ich werde Ihnen dafür gottlos ins Gesicht treten. Diesmal bin ich wirklich gespannt, was der da drauf macht. Ich kann mir tatsächlich zwischen Freispruch und Zustimmung in allen Punkten alles vorstellen. Bin ich ehrlich. Also ich sehe da auch durchaus noch den Freispruch. Auch wenn Miss von Weinwurz sich natürlich komplett in die Scheiße geritten hat, sind wir ganz ehrlich. Hätte sie nichts ausgesagt, wäre es besser für sie ausgegangen. Bin ich ehrlich.
Weil die stand in keiner Zeugenaussage drin, außer in der von Mobix. Deswegen wollte ich bei ihr eigentlich den gleichen Move machen wie bei Mr. von Rockford. Und quasi alles gegen sie fallen lassen. Aber dann hat sie sich jetzt selber reingedreht. Der Prozess hat sich jetzt deutlich spannender erwiesen als erwartet. Ja, finde ich tatsächlich auch. Aber natürlich auch wieder Comedy pur, ne? Mit Bayless und dem Empire zusammen ist halt einfach großartig. Ich habe eine Frage an Sie. An Sie? Habe ich das richtig verstanden? Wenn eine kriminelle Vereinigung verurteilt wird oder Teile angeklagt werden, wird dann die gesamte Vereinigung bestraft? Man muss schon, man muss schon eine gewisse mittelbare Beteiligung nachweisen können. Wie zum Beispiel, die standen daneben und haben nichts dagegen getan. Dann schon. Okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass immer potenziell, wenn es irgendwie einen erkannt vom Empire, das waren aber mindestens irgendwie 10 Leute, heißt das nicht direkt, dass wir die kompletten 11 Leute, die auf der Liste stehen, anklagen können. Nein. Man muss schon eine gewisse Beteiligung mitsehen. Also es muss bekannt sein, wer in der Nähe war. Es hätte genau. Okay. Na, also gut. Wie zum Beispiel Wiss von Weinwood, die sagte, sie war da, ist dann aber weggegangen. Das sehe ich durchaus als kriminelle Vereinigung, dass die da dann mit beteiligt war. Okay. Mhm. Und was, um wie viele Personen wird es dann hier gehen, die hier im Raum sind? Ich habe gegen von Rockford alles fallen gelassen. Es wäre unüblich, dass der Richter etwas nicht freispricht, was die Staatsanwaltschaft verlangt. Deswegen wird es wahrscheinlich nur um Frau von Weinwood gehen, weil Nelson von Richmond nicht da ist. Okay, gut. Weiß ich Bescheid. Ich danke. Gerne. Er dachte jetzt, er muss das ganze Empire einknasten, oder was? Genau, Flexi. Das Problem ist, dass die Zeugen nicht da waren. Es konnten keine Rückfragen gestellt werden, deswegen sind meine Zeugenaussagen fast nichts wert. Das ist das Problem gerade. Deswegen kann ich mir einen Freispruch auch immer noch vorstellen. Einfach, weil die Zeugen nicht da waren. Das ist der einzige Grund dafür. Bin mal gespannt auf Delanois. Aber da er schon gefragt hat, ob jemand hier in den Knast verlegen kann, gehe ich mal einfach davon aus, dass es zumindest einen Freispruch nicht geben wird. Ja, das habe ich im Wiener gesehen. Kommt auch von der Far East Coast. Außer Bailey, es geht in Berufung, ja. Die Frage ist natürlich nur, was will er Neues vorlegen? Was will er noch erreichen? Ja. Woran denken Sie, wenn Sie hier so alleine stehen? Hier? Ich sinne über mein Leben. Ja. Alle Schritte, die mich zu diesem Moment hier geführt haben und so. Sie stehen hier und ist das nicht schrecklich langweilig? Ja, ich bin bald soweit, ja. Ich sinne über mein Leben, wissen Sie? Habe ich sonst keine Zeit zu? Mache ich dann im Gerichtssaal. Quasi eins meiner Hobbys. Ja, würde ich Ihnen wirklich, Fuchsjagen sind wirklich deutlich bessere Hobbys. Mm. Ich könnte Sie mal einladen, dann können wir mal zusammen immer verdreschen. Na klar, auf gar keinen Fall. Haben Sie schon mal einen Baseballschläger immer so richtig auf 12 gehauen? Nein. Sagen Sie mal probieren, es ist wunderschön. Mhm. Würden Sie mal mit den Schuhen, würden Sie auch keine gute Fuchsjagd machen. So, sehr geehrte Damen und Herren. Müssen Sie Laufschuhe anziehen? Ja, Plätze wieder einzunehmen? Ich mag ihn. Herr Bayless wird schon gefragt, wo er jetzt bleibt. Ja. Mr. Bayless, geht auch für Sie. Ja, Entschuldigung, wenn Sie da lang die Verhandlungen in die Länge ziehen, dann müssen wir kurz einmal nächste Termine absagen oder verschieben. Bitte, machen Sie weiter. Ihr Gericht, Ihr Urteil. Gut. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte Sie einmal kurz sich zu erheben für das Urteil. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Im Aktenzeichen 16348 der Staatsanwalt Andreas gegen Nelson von Richmond, Catherine von Weinwood und Alfred von Rockford ergeht hiermit folgendes Urteil. Der Angeklagte Alfred von Rockford wird freigesprochen. Sehr gut, wollten wir. Die Angeklagte. Ist das jetzt eine Kunstpause? Waren Sie inzwischen Ruf oder wie? Nein.
Die Angeklagte Catherine Victoria von Vinewood sowie Nelson von Richmond werden schuldig befunden. Ja. Paragraph 12 Absatz 2 der Nötigung sowie Paragraph 13 Absatz 2 der Freiheitsberaubung und werden jeweils verurteilt zu einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 US-Dollar. Jawohl, Alter, wir haben fast alles bitte bekommen. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Jawohl, wir haben fast alles, was wir wollten. Und das für so eine scheiß Verhandlung. Mr. Baylis. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Herr Mobix genötigt wurde, seitens des Empire an dieser Fuchsjagd teilzunehmen. Das ergibt sich Muffin, du hattest vollkommen recht. Aus seiner Anzeige. Aber ich hab die Rechtsmittel vergessen. Das Gericht hat bei der Strafhöhe gewürdigt, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, dass es vorher eine Auseinandersetzung gab zwischen Mr. Bix und Ihnen, dass es eine Körperverletzung gab, zumindest eine Auseinandersetzung. Warum die nicht zur Anzeige gebracht wurde, muss im Nachhinein nochmal geklärt werden. Da werden wir klemmen Sie sich persönlich hinter wahrscheinlich, richtig? Da wird das Judicial Office, also alle Richter gemeinsam, werden sich dahinter klären. Ja, eigentlich waren die beste Zeugen würdig auch von Vinewood, muss man einfach leider Sie sagen. Sie haben uns ja Hinweise gegeben, bei welchem Officer das gemacht wurde und so weiter und so fort. Deswegen können wir dem Ganzen jetzt würde ich nicht machen müssen. Nachgehen. Ich glaube, manches davon ist vom Empire durchaus beabsichtigt. Ich habe das so gewertet, die Aussage nicht so gravierend wie die Aussagen, die hier getätigt wurden. Aber Miss Vinewood, Sie haben teilweise ja die Taten hier auch selbst gestanden. Ja, richtig. Sie haben gesagt, Dankeschön. Aufgrund, dass die Anzeige nicht gemacht wurde. Hätte sie gewusst, dass ich keine Zeugen da habe. Chief Justice, sie mir ein bisschen gefallen tun. Fand ich super lieb. Er wurde verurteilt. Das Ganze nennt man Selbstjustiz. Die sind seitens des Empires hier nicht zuständig für die Justiz. Das sind einzig und alleine wir. Sagen Lernen sie das? Ansonsten sehe ich schwarz, auch was die kriminelle Vereinigung betrifft. König Charles wird sich freuen über Ihre Aussagen, Herr Delanois. Sie wollen uns den Schein wegnehmen? Nee, verlängern. Ich glaube, wir werden den Schein wegnehmen. Quatschen wir bitte nicht dazwischen. Doch. Gut. Robert, soweit zur Urteilsbegründung. Sie haben natürlich Rechtsmittel, Anspruch. Revision. Sie können Berufung oder Revision dementsprechend einlegen. Oh nein, es ist keiner Oh nein. Sie wollen Revision einlegen, seitens der Verteidigung? Korrekt, richtig. Gut. Dann unterbreche ich kurz die Hauptverhandlung und rufe den Supreme Court ein. Ja, die sind im Norden. Da müssen wir übrigens hin. Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Mr. Bayless, wir haben noch eine andere Richterin. Peterson macht das jetzt. Oh mein Gott, Peterson macht das jetzt. Ja, Frau Peterson. Sie ist betrunken. Ich habe die gesehen, wie die sich den Schnaps im Klo eingeschüttet hat. Mr. Bayless, warten hier und geben die Revisionsbegründung ab. Oder Frau Peterson kommt gleich und dann gibt's keinen. Du das wirklich machen, Frau Vinewood? Ja, absolut machen wir das. Ja, gut, dann machen wir's halt. Gut, damit rufe ich den Supreme Court ein. Ach Gott. Unterbreche die Hauptverhandlung. Ja. Ja, Quacker, ich glaube, das wird jetzt noch mehr. Oh mein Gott. Das Gute könnte sein, die hat die Verhandlung nicht mitbekommen. Die kennt die Leute noch nicht. Die weiß nicht, dass sie auch so extrem übertrieben haben hier im Gerichtssaal und schon irgendwie, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Dollar Ordnungsgeld bekommen haben, alle zusammen. Hey Richter, Sie telefonieren noch nicht. Sagen Sie Berufung statt Revision, nicht? Weil ich habe mich versprochen. Ich bin deswegen, auch betroffen. Bleib für die Frau Peterson. Genau, die Frau Peterson. Deswegen, könnte es vielleicht sogar sein, dass es eventuell weniger wird. Aber ich glaube, Mr. Delanois wird da schon deichseln. Mr. Delanois wird da schon deichseln. Ging so eine Revision jemals durch im Sinne des Angeklagten? Ich hatte noch nicht viele Revisionen für Angeklagte. Ich habe meistens Revisionen eingelegt. Und die ging meistens nicht gut und dann war es ja im Sinne des Angeklagten. Also schon, ja, Donker. Bayless hat keine Lust, weil der seit 21 Uhr als Zeuge im Norden sein muss. Deswegen Prunifius. Deswegen hat er keine Lust mehr. Der muss als Zeuge aussagen im Norden. Und jetzt zieht er aber selber die Verhandlung so in die Länge. Also ich hab sie nach einer Stunde durch, ne? Ich sag's dir. Ich hab mich dran gehalten. Ja, Mr. Delanois wird ja jetzt gleich Peterson kurz briefen, was so passiert ist. Sehr gut. Na gut.
Hören wir uns kurz die Begründung an. Überlegen, ob wir irgendwas einsprechen, also widersprechen für die Begründung und dann sind wir fertig. Da können wir auch wieder Musik anmachen, ne? Ach ja. Und wir können mal hier den Typi anrufen. Ist immer noch belegt? Was ist denn da los? Was ist aber hier? Was das für ein Witz ist. Rip-Doc. Kannst auch später nochmal fragen, wenn rausgekommen ist. Da wird man immer so angefeindet. Was? Bei der Revision ging es nur um die Höhe des Strafmaßes. Ja, genau. Also die wollen dann keine 40.000, sondern weniger haben. Das ist Revision. Wenn sie Freispruch haben wollen, müssen sie in Berufung gehen. Richtig. Absolut risch. Mademoiselle Zane, noch eine andere Frage. Klar. Brauchen Sie noch was zu essen oder zu trinken? Nee, gerade nicht, danke. Hervorragend. Monsieur de Lanois, brauchen Sie was zu essen oder zu trinken im aktuellen Moment? Alles gut. Hervorragend. Gut, wir warten jetzt noch vor. Ah, der ist ja schon perfekt. Jetzt war sie natürlich bei der Verhandlung nicht dabei, Sie briefen sie, ne? Ja, ja. Klasse. Abend. Frau Piet. Nee, Quacker. Erstmal müssen sie begründen, warum sie Berufung wollen. Dann stimmt Petersen einer Berufung zu oder nicht. Und nur wenn dieser Berufung wirklich zugestimmt wird, dann wird das quasi nochmal aufgerollt, das Verfahren. Das ist richtig, ja. Bei einer Revision ist es so, dann begründen sie, dann wird dieser Beruf, die Revision zugestimmt oder nicht. Wenn er zugestimmt wird, dann gibt es neues Strafmaß. Einfach. Vom Richter. Ich brauche auch einen Bionk, der mich alle paar Stunden fragt, ob ich was zu essen oder trinken brauche. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich im Real Life auch. Mein Trinken ist eben schon wieder leer. Ist das jetzt mal erreichbar da? Ja. Hast du gehört, Pop Jones, wie kann ich dir helfen? Ja, Zane hier, Sie haben angerufen. Ach ja, dein Fahrzeug ist fertig. Ja, perfekt. Bin gerade in der Verhandlung, aber ich hol später. Danke. Ja, genau. Jo, ciao. Also sie fahren und garantiert einen Wind, die Frage ist nur, wie hoch. Naja, sie kann in der Berufung immer noch freisprechen. Kann sie immer noch machen, ne? Toll, Ghost, wirklich. Ich sag, ich habe keinen... Oh. Ich muss eh auf Toilette, aber jetzt kann ich gerade nicht. Das nachher. Ja, man kann mich zum Trinken zwingen, richtig. Ihr könnt mein Jungs sein, aber ich habe gerade nichts da. Rap-Doc, doch. Alice hat ja umgeschwenkt und wollte in Berufung gehen. Die wollen den Freispruch. Ich wollte eigentlich gucken. Hier, Kass. Hallo? Hallo? Ja, Custom Motorcycle ist open. Schön. 155. Können wir nebenbei machen, ne? Hat nichts zu tun gerade. Custom Motorcycles, wie können wir weiterhelfen? Hi, hier ist Liv. Ich habe mal eine Frage. Wie lange seid ihr heute noch so ungefähr da? Können wir das abschätzen? Ja. Noch so ein Stündchen oder eher weniger? Stündchen bestimmt noch, ja. Ja, perfekt. Dann komm ich nachher mal vorbei und bring zwei Bikes zum Tunen vorbei, wenn das geht. Was habt ihr denn? Manches. Manches, ja. Müssen wir mal gucken. Ein bisschen was kann man dran machen. Ja. Ja. Geht hauptsächlich um Leistung. Stimmt was hin.
Ja, das kriegen wir definitiv hin. Ja, das denke ich nämlich auch. Perfekt, dann bis später, ciao. Bis später. Raptor, das ist egal. Es ist jetzt erstmal der Supreme Court einberufen, weil Rechtsmittel eingelegt werden. Und jetzt muss man ja dem Supreme Court erstmal erklären, was man machen möchte. Und da kann man immer noch umschwenken auf Berufung. Ist egal. Wenn die vorher Revision gesagt haben, ist egal. Wenn Frau Petersen danach fragt, dann müssen sie das Richtige sagen. Sie müssen nur vor Frau Petersen jetzt gleich das Richtige sagen. Ich brauche mal einen Verbandskasten. Wie gesagt, also ich halte nur noch, also wenn ich einmal geschlagen werde aus Versehen, weil jemand irgendwo eine Fliege sitzen hat oder so, liege ich auf dem Boden. Ich könnte mir bei Bayless vorstellen, dass er sich wieder verspricht. Ja, er wird hier wahrscheinlich wieder sagen, so Revision, Berufung hier, Dings, egal. Tschüss. Ja, Quacker, ich brauche einen Verbandskasten, weil ich nicht weiß, wo diese Verletzung herkommt. Mein Leben ist halt nicht voll. Da ich tatsächlich keine Ahnung habe, wo das herkommt, und ich irgendwann damit aufgewacht bin, weiß ich halt nicht, wie ich ins MD gehen soll, mit welcher Begründung. Weil ich nicht weiß, was passiert ist. Ja, Sugar? Ja, hi. Ganz kurze geschäftliche Frage. Ja, geht schnell? Ich stehe gerade in der Verhandlung. Kannst du mir sagen, ob ich... Oh, ja? Du stehst in der Verhandlung. Ja, aber mach hin. Kannst du mir sagen, ob ich eine Akte habe, die mich daran hindern würde, ein Geschäft zu bekommen? Warte kurz. Heißt du wirklich Sugar? Mit Vornamen? Nein, Charis. J-A-R-R-A-C-E. J-A? R-R? Charis Stroud. Ah ja. Ja, genau. Du hast 2 verurteilte Akten. Die letzte vom 14.09. Das ist jetzt 1 Monat her. Damit bist du wieder straffrei. Ich bin straffrei, okay. Ja. Da das über einen Monat her ist, bist du. Akten, eine Traffic Law und eine wahrscheinlich Geiselnahme. Ne? Nee, Traffic Law gibt's keine Akte zu. Dann nee, einmal Freiheitsberaubung oder so? Körperverletzung und einmal Geiselnahme, ja. Ah, okay. Genau, ist aber länger als 4 Wochen her, das kannst du ja so begründen. Sag denen das ruhig so, ja, du hast mal, ne, kriminell, hast 2 Akten, aber das ist länger als 1 Monat her. Und bist jetzt 1 Monat straffrei, ja? Die Geiselnahme war gar keine Geiselnahme, ich habe nur damit jemand seinen Job gerettet, damit ich das gesagt habe. Ich habe mich selber gefickt. Naja. Ja, illegale Substanzen hast du trotzdem dabei. Gut. Ja, na ja, siehst du. Also, wie gesagt, kannst du einfach, sei ehrlich, ne? Hast Scheiße gebaut, ist aber bis länger als 4 Wochen jetzt straffrei und deswegen ist alles wieder gut. Ne? Ja, alles klar. Ich danke dir. Viel Glück bei der Verhandlung. Ciao, ciao. Ciao. So, meine Damen und Herren, ich eröffne als Supreme Court jetzt die Berufungsverhandlung. Ich habe mich noch nicht einlesen können und ich bin der Verhandlung auch bislang nicht gefolgt. Ich hörte, Sie haben Berufung eingelegt, Herr Bayless, richtig. Bayless, genau. Absolut, Frau Petersen, ja, weil heute. Dann bitte erklären Sie mir doch, warum Sie Berufung einlegen. Weil dieser Herr Delanois, also so sehr ich seine Kompetenz ausschätze, absolut inkompetent gehandelt hat, nicht wahr? Also grundsätzlich hat er sämtliche Aussagen von uns ignoriert, dafür das Papier hochgewertet und dann vielleicht sich auch noch ab und zu verlesen, weil als wir gerade die Akten gelesen haben, stand da was völlig anderes drin. Ich weiß nicht, was der gelesen hat, aber vorbezogen war es sicher nicht. Und ja, gut, grundsätzlich, weiß ich nicht, völliger Blödsinn. Aber so wie ich das verstehe, es sind die beiden Angeklagten sind hier vor Ort und die sind aber befragt worden, richtig? Korrekt, ja richtig. Das haben Sie tatsächlich richtig verstanden. Gut. Aber der hat das, wie gesagt, hat er das ignoriert, weil ich weiß nicht. Er schätzt, wissen Sie was, der Herr Delanois ist das gleiche wie die Frau Sain, eine Handpuppe von Big Corporation. Da ist es wieder, und ich hab's vermisst. Schmerzt ihn im Herzen zuzugeben, dass es auf diesem Planet noch andere Nationen außer den USA gibt. Und dass auch die vielleicht rechtmäßige Gerichte haben könnten. Das ist halt leider eine schlechte Begründung für eine Berufung. Der Richter ist inkompetent, ist eine schlechte Begründung. Das spielt allerdings keine Rolle. Natürlich, was sind Sie aus seiner Handpuppe, Sisi? Nein, wir können da nichts anderes machen. Wir müssen es doch hier abhandeln. Wir können ja nicht auf den Mond fliegen. Das geht ja nun nicht. Ja, aber UK ist nicht so weit. Nicht wahr, wie der Mond. Achso, UK ist nicht so weit. Eben, alles dann. Nicht wahr. Freispruch auch für die Frau Weinwood.
Sie sagten jetzt Nelson. Eben gerade, dass Sie unter Zeitdruck stehen, weil Ihre Aussage noch woanders Nelson, erwartet wird, ja, richtig? Richtig, deswegen sollte man da jetzt ein bisschen Tempo in die Hofen bekommen. Oh, ich hasse es, wenn ich Urteile unter Stress fällen soll. Ich schlage Ihnen dann, dann schlage ich Ihnen vor, wir machen einen anderen Termin. Perfekt. In oh nein. Frau Petersen, lehnen Sie doch einfach ab. Nein, ich kann morgen nicht. Frau Petersen, was? Ja. Lehnen Sie doch einfach ab. Frau Petersen, was ist das denn für eine Begründung? Ihr Mikrofon etwas lauter. Was ist denn das für eine Begründung? Okay. Warten Sie, ist es jetzt... Meine Begründung wird immer abgelehnt, weil keine guten Begründungen. So, was ist das denn für eine Begründung? Dann schlage ich Ihnen einen neuen einen neuen Termin vor. Kommen ich Sie kann bitte nicht. Mal nach vorne, Frau übermorgen, Sein, gute Frau. Übermorgen ist besser. Für die Klienten. Ob wie das sind, die Begründung ist doch kacke. Lehnen Sie das ab. Ja, es wird ja besprochen. Der Richter ist inkompetent, ist die Begründung für die Berufung. Was ist das denn? Wieso wird hier zu viert, unter vier Augen was besprochen? Es wird nicht unter vier Augen was besprochen. Mr. Bayless sollte nach vorne kommen. Mr. Bayless sollte doch auch kommen. Ach so. Das haben wir nicht gehört, das leise besprochen. Nee, gar nicht. Ich habe doch gesagt, Sie sollten auch kommen. Oder kam das nicht richtig an? Nein, tatsächlich nicht. Na gut. Also ich habe es gehört, Mr. von Rockford, gehen Sie bitte. Natürlich, Sie stehen ja auch da, Frau Sehen. Was ist mit Ihnen? So, also von jetzt hier kein Stress, wir nein, vertagen das Ganze, ich werde Ruhe jetzt hier, jetzt wird nicht diskutiert. Hey. Ich will mich in diese Akte erst einlegen, ich fälle das nicht aus dem FF, kurze ich habe Frage der Verhandlung nicht folgen können. Seid ihr euch nicht auch einig, wenn wir das jetzt beschieden, bitte, kann danke. Die Richterin ja auch beeinflusst werden bis in zwei Tagen. Deswegen machen wir es ja auch morgen. Ja, übermorgen habe ich gerade gesagt, zwischen heute und morgen sind auch nur 24 Stunden. Ja. Übermorgen. Machen wir doch kann übermorgen, Frau Petersen, bitte, Sie haben uns das doch gerade angeboten. Ja, in denen man kann ich nicht so viel redet, für gewöhnlich. Redet jetzt hier gerade die ganze Frau von Weinwood, die Angeklagte. Frau Petersen, übermorgen, freuen, wir müssen los, bitte, danke. Sollte sich freuen, dass ich bereit bin. Übermorgen 21 Uhr, Herr. Ich kann übermorgen nicht. Kann ich das Urteil ja, das ist Ihr Pech. Ja, wir können halt auch immer nicht, wenn Sie erscheinen, die Termine. Frau Sehn, haben Sie Pech. Ja, wir können das machen, aber können Sie... Morgen können wir nicht. Oder wir machen es Mittwoch. Ich kann nicht. Ja, was, Sie können nicht. Wir können morgen auf gar keinen Fall versehen. Das ist halt leider. Also, Frau Petersen, machen wir Dienstag und dann passt. Übermorgen 19 Uhr. Ich sag's gerne nochmal, ich kann nicht. Ja, Sie haben doch sowieso keine Zeugen, Frau Sehn. Sie haben doch gar nichts beigetragen zu diesem Verfahren. Was können Sie denn am Dienstag ändern? Entschuldigung, wir haben die neuen Zeugen, wir haben die neuen Punkte. Was ist mit Ihnen, Frau Sehn? Sie haben nichts Neues. Sie haben tatsächlich nichts beigetragen, außer die Akte vorzulesen. Und ja, und trotzdem sind Sie schuldig gesprochen. Also ich nicht, ne? Ich bin freigesprochen. Ja, ja, richtig, weil ich Sie habe von den Anklagepunkten befreit. Sind Sie keine Anklagepunkte? Nein, ist kein Anwalt, deswegen habe ich ihn ja schon wegschicken wollen. Das war mir nicht bewusst, ich kenne den Herrn nicht. Dann verlassen Sie bitte diesen Platz. Ich spreche jetzt mit Anwalt und Staatsanwalt. Selbstverständlich. So, Sie können über 19 Uhr nicht, Frau... Ich kann ab nächster Woche, ab Dienstag nicht mehr. Und morgen können Sie ein bisschen lauter sprechen, Mann? Ab wann können Sie denn morgen? Übermorgen ist eigentlich das einzig Mögliche bei uns. Ja, es reicht ja, wenn einer von Ihnen anwesend ist, wenn wir das morgen machen. Was werden die Uhrzeit? Ja, ich habe nächste Woche spät und Nachtschicht. Da bin ich flexibel. Weil, ich das sehe, hat Miss Sane keinen Beisitzer. Also wir können auf Miss Sane nicht verzichten. Sie sind ja, bei mir wird es wahrscheinlich schwierig. Ich habe morgen eine Verhandlung. Dann müssen wir es morgen machen. Frau Sane hat keinen Beisitzer. Ja. Dann machen wir es morgen, aber Sie können sich die Uhrzeit aussuchen. Wenn Sie nicht können, macht es Ihr Kollege, Herr Ferguson. Warum sagst du, dass du Zeit hast? Du ich hab keine Zeit. Bist das war blöd. Ein Vorschlag von der Richterin. Der hat keine ich Zeit. Ich habe noch nichts zugesagt. Ja, das ist halt das Problem. Wie viel Sie, wir haben alle keine Zeit. Wir haben alle keine Zeit. Ja, prima. Dann bestätige ich das Urteil. Okay. Was? Perfekt. Ja. Frau Petersen,